es fällt auf, Roland Tichy hat sie vorhin als Ein-Mann-Opposition beschrieben, es fällt auf, dass sich FDP und CDU sehr lautstark, schweigend zurückhalten. Und das als Opposition ist eher außergewöhnlich, noch zumal beide Parteien nicht sonderlich gut abgeschnitten haben bei den Wahlen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Naja, zunächst mal haben Sie ja irgendwie abgeschnitten. Und irgendwie. Damit könnte die eine oder andere, Sie haben jetzt die AfD nicht erwähnt, sowohl AfD als auch FDP können, wenn man sich den Bundestrend anschaut, ganz zufrieden sein mit dem, was sie noch überhaupt geholt haben. Punkt 1. Bei der CDU, naja. 18%, habe ich das richtig? In der Größenordnung würde ich erwarten, dass die natürlich mit den Hufen scharrt, dass sie angreifen will, dass sie die Veränderung will, dass sie sich auch als Rechtsstaatspartei wieder positionieren möchte in dieser Stadt. Gleiches gilt für die FDP natürlich auch. Natürlich. Ja, aber die FDP kenne ich ja nun etwas näher und etwas präziser. Da habe ich diese Erwartung nicht so sehr, wie ich die vielleicht an die CDU tatsächlich noch sehen würde, bei dem einen oder anderen. Aber man ist ja jetzt gerade in diesem Parlament angekommen. Ja, der neue CDU-Fraktionsvorsitzende säße ja nicht in diesem Parlament, wenn das 18. Abgeordnetenhaus noch da wäre. Dann wäre es der Kollege Dregger, der zuständig wäre. Und ich glaube, dass man auch da zunächst mal sagt, Mensch, lass uns da doch mal ein bisschen weiterkommen, ein bisschen weiter vorstellen. Hingegen auf der anderen Seite, die Grünen haben natürlich grundsätzlich ein elementares Interesse daran, jetzt ihre historische Chance zu nutzen und tatsächlich eine Wahlwiederholung hier in Berlin anzustreben. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das auch, was die politischen Vorbereitungen angeht, gesehen wird. Ich habe im Moment den Eindruck, die gesamte Opposition schläft in der Tat, die parlamentarische Opposition, wir tun es nicht. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Linken müssen Angst haben vor einer solchen Wahlwiederholung, aber am meisten getroffen sein wird natürlich die SPD hier in Berlin, bei der die historische Chance besteht, dass sie nach wie viel, 30 Jahren Mitregierung plötzlich abgelöst würde.